Damit herzlich willkommen zurück. Das Teil-Knie-Projekt Landwirtschaftssimulator 2019 mit dem Randy. Hallo, ich klicke. Hallo. Hallo. So, ich fahre weiterhin das Weizen ab, klicke Grubert noch. Nee, ich bin schon beim Ansehen. Oh, du bist schon beim Ansehen, wunderbar. Wir fahren ja den ganzen. Weil danach kommt ja dann noch eine größere Aktion theoretisch. Ja? Aber wir werden dann erstmal spulen, damit wir den Rest noch ernten und danach, weil wir haben ja drüben noch das Stroh. Also, das wollten wir ja einsammeln dann fürs Viehzeug, dass wir zumindest so Bauballen machen. Aber ich glaube, haben wir den Hänger, den wir umbauen können? Du meinst die W80 oder was? Oder HW80? Ja. Gucken wir mal. Ist der, den wir umbauen können? Ne, wir haben die billige Version gekauft, den kannst du glaube ich nicht umbauen dazu, ne? Warte mal, der ist umbaubar, oder? Ne, der nicht. War das denn der andere? Ja, den, den du gerade dran hast, wenn wir den zur Werkstatt schaffen, dass du da die Ausführung Ne, den habe ich nicht mehr dran, aber ja, den haben wir. Ja, na gut, dass wir den umbauen können, wegen dann, dass wir ein paar Ballen wieder sammeln. Ach, stimmt, da war ja noch was. Ja, weil die sind ja draufgegangen. Ist richtig. Ja, der Einlenkwinkel ist natürlich auch ein bisschen gewinnungsbedürftig bei dem Gerät. Also bei der Saatmaschine. Ja. Geht nicht sehr weit. So. Da fehlt jetzt zum Beispiel das Zwischenstück, was da gibt, diesen Packer. Der da relativ geil ist. Diesen Rädern hier, den du einfach nur dazwischen klemmst, der eigentlich für den Dreipunkt anbaut, dass du dann hinten Zug machst oder andersrum. Ach so. Wenn du dann das Zwischenstück hast, dann kannst du auch weiterlenken. Aber ich muss sagen, die Breite, Masse, die reinpasst, ein Saatgut ist schon bequemer. Man könnte schon fast sagen, westdeutsche Verhältnisse. So, ja, das ist im Westen alles bequem worden, das ist ja logisch. Nicht, dass jetzt hier ein paar Leute dann gleich reinschreiben, was? Das klingt ja so, als saßen wir noch rum. Nö, ja, vielleicht, man weiß es ja nicht. Wenn für irgendwas kam der Solidaritätszuschlag, ja. Ja. Auch wenn sie ihn jetzt abschaffen wollten, aber irgendwie habe ich jetzt vor kurzem gelesen, die fetten Jahre sind vorbei, wir haben auf einmal ein Steuerloch. Ich weiß nicht, die letzten Jahre hieß es immer, wir haben Steuerüberschüsse wie bekloppt und jetzt haben wir auf einmal ein Loch. Ja, weil angeblich jetzt die Krankenkassen auch wieder ein Loch haben und ist immer so, aber damit du was zu tun hast, es darf nicht, wenn das mal ein, zwei Jahre klingen würde, passt alles, läuft so, muss weitergehen so, kannst du vergessen. Würden die Leute nichts mehr machen, würden die sagen, oh, passt so, streng mich nicht mehr an. Ja, weil den Krankenkassen der Löcher, weiß ich nicht, aber erst hier. Also ich habe jetzt von meiner, ja auch wieder ein Schreiben gekriegt, ich hatte gedacht, das ist jetzt mal hier die Übermittlungspapiere für das letzte Jahr, fürs Finanzamt, weißt du? Nö, haben sie mir nur noch mal einen Brief geschrieben, hey, wir senken den Beitrag nochmal für sie. Aha, um ihn dann in zwei Jahren doppelt zu erhöhen. Scheinbar, ich weiß es auch nicht. Erst haben sie ja, huch. Oh. Jetzt haben sie sich überschlagen, ne? Vielleicht auch nicht. Alter, W50 ist neu. Alles gut, zack. Und denn das jetzt? Oder vielleicht irgendein Huckel, vielleicht, ich weiß es nicht. Ich bin schnell gefahren, bist du schon voll 85, 89? Ach, nee. Also, die erreicht er zwar, aber da musst du extrem lange fahren. Ja, ist logisch. Selbst auf gerader Strecke. War beim 10, 17 genauso. Erst ja Anfang des Jahres, weil sie dann ja hier Einnahmenschätzung halt gemacht haben, die viel zu niedrig ist in meinen Augen. Muss ich dann eh wieder einen Haufen nachzahlen, aber solange ich ja die Abklärung für 2018 nicht machen kann, wollen die das nicht erhöhen, weil die wollen Nachweise haben, dass ich mehr verdiene, um mehr zu bezahlen, wo ich mir so denke, was ist denn das für eine Scheißlogik? Wenn ich mehr bezahlen will, muss ich es halt auch nachweisen. Deswegen haben sie mir ja das, was ich denen immer mehr bezahlt habe, dann auch wieder mit EMA zurückgezahlt. Und jetzt kam halt nochmal, wir senken ihren Beitrag nochmal, ich glaube 0, irgendwas Prozentpunkte. Also ich zahle jetzt nochmal irgendwie 1 Euro und ein paar Cent weniger. Hätten sie sich sparen können, aber was willst du machen? Ist aber so, ich habe das in meiner Überweisungsvorlage, steht das so drin, das ändere ich nicht ab, wisst ihr, irgendwann schreiben sie wieder, hey, sie bezahlen zu viel, achten sie da bitte drauf. Das ignoriere ich dann und irgendwann kommt dann die Rückzahlung von 2-3 Euro oder so, weil sie das scheinbar gesetzlich müssen, keine Ahnung. Sind Kosten für die, nicht für mich. Ja. So, das hat sich, achso, umbauen haben sie gesagt.
hier irgendwie? Ne. Gucken. Gucken. So schwebt da der andere. Ne, geht. Oh Gott, selber. Wie werden wir ja nicht an Stroh brauchen? Können wir bitte was die Kühe fressen? Ja, die fressen, aber das Stroh ist ja mehr zum Einstreuen noch da. Ne? Ja, naja, weniger wie Futter, aber so, also komplett weniger würde ich jetzt halt auch nicht einschätzen. Aber wir haben doch nichts zum Raspeln, ne? Ne, aktuell noch nicht. Dann müssen wir. Na gut, du kannst es ja quasi wie raspeln, indem du es einfach in diesen Futtermischer reinklopfst alleine und dann raushaust, ne? Ja, stimmt allerdings auch. Das würde ja gehen. Ich habe die erste Reihe, kannst du außen rumfahren, danach kommt ja schon der Rocken. Mhm. Aber ich glaube, das reicht dann auch schon. Den Rest können wir sammeln? Oder wie wollen wir das machen dann? Oder willst du alles zu Stroh machen und wollen wir das abfahren, ob sich das lohnt? Vom Preis her lohnt sich das, glaube ich, nicht, ne? Stroh. Für Stroh. Gucken wir mal. Der bringt uns $54. 54 Euro. Ja, das lohnt sich halt nicht so. Ich wollte mal mehrere Hänger, dass wir die alles richtig vollknallen können, aber das Abladen ist ja dann auch so eine Sache. Oder? Ja, meistens mit der Schaufel natürlich. Bis der LKW oder der Hänger voll ist. Dann kannst du es einfach abkippen. Wäre auch eine Möglichkeit. Das würde auch noch gehen. So. Ja, auf dem Feld ist jetzt, da ist aber sonst nichts drauf, ne? Auf dem Feld drüben, wo ich jetzt stehe? Ne, wo ich jetzt angesehen habe, ja. Achso, ja. Ne. Da müsste quasi noch gedüngt werden. Ja, mach ich gleich. Na ja, halt, warte mal, da brauchen wir ja. Pflanzenschutz. Wo ist denn der Kleine hier? Das Teil? Ne. Ah, doch. Ah, wenn du das schon höher einstellst, geht's. So, naja, dann. Dann gehe ich die Kleine nochmal aufladen. Also, ja, die Lasten jetzt noch drin gehabt. 30%. Das geht aber. Aber wie viel hat man drin? 70? 80? Ja, irgendwie sowas. Das ist voll.
Deckung. Okay. Wo ist denn? Aber die 50 sieht schon gut aus, vor allem wenn da vorne so im Schlamm steht. Ja, der macht schon was, ja. Aber der Belag ist schon wieder fort, oder was? Ja, den benutze ich doch gerade fürs Ding. Ah. Ich dachte, fürs Ding haben wir den auch nicht. Nee, da ist Pflanzenschutz drin. Ja. Da haben wir ja diesen Uya-Mix. Wenn da eigentlich was anhängt, der Pflanzenschutz? Da muss ich gucken, ob der hinten... ja, aber das... Ja, der hat einen Zugmaul, aber der hat diese Konstruktion außen. Ja, ja, stimmt. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ja. Sonst hätte ich gleich mal mit der... Hätte ich die... Na, jetzt schon die Ballenpresse dort mal hingebracht. Ach so, ja. Ob wir mit Rundballen mehr drauf kriegen? Nee, ne? Hab ich nicht. Na, Quaderball haben wir das letzte Mal gemacht. Wir haben ja jetzt theoretisch eine Rundballenpresse mit dabei. Aber naja, müssten wir auch erst mal kaufen. Haben wir ja eben mal die Quaderballen. Ach ja, stimmt, die hab ich ja gekauft am Anfang. Ja. Also hier liegt definitiv noch der Spieß. Um die dann aufzusacken. Herr Vater. Viel zu viel aufgeladen, merke ich gerade. Na, denk mal, brauchst du ja nicht so viel. Nö, gerade mal 10% jetzt ja verbraucht. Bin ich immer hoch und immer runter. Passt das schon gut. Und das dann hier, dann muss ich mit denen, dann nochmal mit denen und dann ist das Feld erstmal fertig. Und dann können wir von mir aus erstmal vorspulen, bis das Gelümpe reif ist. Müssen wir ja. Müssen wir dann eher gesagt. Also während des Spulens können wir halt, du kannst ja dann. Fressen, ja. Was fressen? Pressen. Ja, genau, ein bisschen pressen. Ach, sie machen schon so viel. Ne, klar. Ne, klar. Ja, im Sozialismus könnte man sich noch auf andere verlassen. Naja. Wir sind noch aneinander vorbeigefahren. Ja. Da gab's keinen Stinkefinger. Nicht, weil wir es nicht wollten, weil wir es nicht kannten. Wir haben nur mal einen Vogel gezeigt hier. Danke, Junge. Oh, eine ganz schöne Breite für seine Größe, ne? Die Standardbreite halt, ne? Was die Dinger Streuerchristen da jetzt alle haben, naja. Ja, 12 Meter oder mit Verteiler 18? Naja, gut, die Verteiler gibt's ja daran im Endeffekt nicht, aber was hat denn der für eine Größe? Ist mir eigentlich nicht so aufgefallen, hab ich nicht drauf geachtet. War ja zufrieden, dass wir überhaupt den in der Richtung gefunden haben. 18 Meter hat er. 18? Ja, aber es gibt ja auch schon breitere. Ja, klar. Es gibt aber dünnere, also hier kürzere, wüsste ich jetzt nicht. Was, kürzere? Naja, welche, die jetzt nur 12 Meter, 10 Meter oder noch weniger machen. Ja, 12 Meter Standard halt. Also, gut. Da kannst du ja den Verteiler halt reinhalten. Ja, wo ich fast das Gefühl habe, dass die 18 Meter nur für Nerbol, ne, die 10 nicht nur für Kalk. Ne, Kalk ist ja sogar weniger. Dünger fliegt ja weiter. Ja, aber das sieht halt manchmal komisch aus, so ein bisschen. Naja. Auf jeden Fall gibt es ja durch das tolle Paket, was eins ja zur Verfügung gestellt hat, gibt es da ja schon einen etwas größeren. Das ist ein geiles Teil. Aber dieses Teil kann halt leider kein Kalk. Ach so. Der hier ist im Horschpaket. Stimmt. Der auf Ketten läuft hier. Da macht er 36 Meter. Ordentlich. Das ist ein geiles Teil. Ne? Und wenn du es so siehst, auch mit derselben Arbeitsgeschwindigkeit, würde der Kalk machen.
richtig gut. Weil warum hält man denn später auf Spritzen um? Weil die einfach eine größere Reichweite haben. Ja. Das ist halt. Gut, wir sind aber erstmal fertig. Ja, dann das Däumchen nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge, vielleicht mal ohne Chemie. Tschüss. Tschüss.